Moin Freunde, heute zeige ich euch Top 5 Autodesigns in Rocket League. Denn ich habe mich so gefragt, welche Autodesigns sehen in Rocket League denn so richtig geil aus? Und da habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und auch schon richtig coole Autodesigns gefunden. Also bleibt heute auf jeden Fall bis zum Ende dran, wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Und unterstützt mich gerne hier auch im Itemshop mit meinem Creator-Code. Der Fruchtzwerg hier oben, einfach der Fruchtzwerg eintragen, alle 14 Tage aktualisieren. Support ist kein Mord. Und zu Beginn noch eine Frage an meine Community, denn wer von euch spielt denn eigentlich alles Rocket League? Hashtag RL mal in die Kommentare reinschreiben. Dann soll es aber auch schon losgehen. Ihr seht es, das ist jetzt hier mein allererstes Autodesign. Vielleicht noch vorweg und das sei gesagt, ich habe das Ganze mit Buckets Mod erstellt. Da könnt ihr ja wirklich euch beliebig euer Auto quasi designen und erstellen. Dazu gibt es dann hier auch so einen Code bzw. so einen Link. Den packe ich euch bei jedem Autodesign unten in die Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt euch wirklich eins zu eins dann auch diese Autodesigns, die ich euch heute vorstellen werde, nachmachen. Und falls ihr Buckets Mod vielleicht auch noch nicht habt, dann verlinke ich euch das auch unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das euch auch erstmal downloaden. Und an sich ist es relativ einfach, Hand zu haben. Ihr geht dann einfach hier auf Items und dort könnt ihr dann hier einfach den, wenn ihr hier auf Laden geht, könnt ihr dann den Code quasi da eingeben. Aber ich werde auch noch mal ein spezielles Video dann zum Buckets Mod machen, dass falls ihr da wirklich Probleme habt, da auch noch mal alles gesagt sei. Aber jetzt hier zum Autodesign, ihr seht das auch schon, es ist der Octane in so einem Safrangelb. Als Decal habe ich dann Zukunftsschock ausgewählt, hier auch in dem Safrangelb. Voltec sind dann die Wheels, auch in dem Safrangelb. Gelbe Blitze, so nennt sich das Boost. Das sieht auch nach meiner Meinung wirklich richtig gut aus. Und Laserwelle 1 habe ich hier als Trail noch angegeben. So, und ihr seht auch nochmal das Boost, welches ich euch eben vorgestellt habe. So sieht das Ganze dann halt eben aus. Also ich finde, das passt hier um 100% wirklich richtig gut zusammen. Also man denkt auf jeden Fall bei dieser Kombination, dass sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat. Ich feier die. Ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung da an euch. Gönnt sie euch. Und ich packe euch, wie gesagt, hier dann diesen Code oder den Link unten in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch die gerne auch nachmachen. Machen wir dann aber weiter und ihr seht es. Das ist hier das nächste Autodesign. Ist auch so eine Mischung aus einem orangenen und auch blau-lilanen Design. Also ich finde, das harmoniert wirklich richtig gut zusammen. Natürlich ist das Ganze auch wieder nur Geschmackssache und deshalb kannst du bei diesem Format auch gerne mitmachen und mir dein Autodesign zusenden. Auf Instagram einfach mir dann am besten, wenn du es mit Buckets Mod erstellst, einfach den Link da mir einschicken und dann bist du vielleicht auch schon im nächsten Video mit dabei, denn so kannst du dann hier auch mitbestimmen, welche Autodesigns ich hier so vorstelle und ich denke, ihr habt da auch richtig frische Autodesigns sicherlich mit am Start. Also ich bin mir sicher, dass wir da alle profitieren können. Hier habe ich jetzt jedenfalls den Octane in der Farbe Orange angegeben. Octane Shisha ist dann das Decal. Die Wonderment Wheels haben wir hier in der Farbe Orange. Als Boost dann den Sonnenstrahl-Boost, auch in der Farbe Orange. Heiße Steine als Trail, auch in der Farbe Orange. Und dann ganz wichtig, haben wir hier noch zwei weitere farbliche Designs, die ganz wichtig sind einzustellen. Und da habe ich jetzt hier als erstes Perlmut angegeben und Anodized. Das ist dann halt eben diese zweite Farbe, die man dann hier noch einstellen muss, damit es dann auch wirklich genau so ausschaut, wie wir es jetzt hier zu sehen haben. Ja, hier seht ihr nochmal das Boost, also passt auch nach meiner Meinung wirklich richtig gut zu dem Autodesign, was wir hier schon an sich so haben. Also farblich gesehen ist das auch wieder eine 1A. Wenn es euch nicht gefällt, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn es kommen ja jetzt noch drei weitere Autodesigns und ich hoffe, dass da mindestens eine mit dabei ist, die euch dann vielleicht so vom Stuhl reißt. Kommen wir dann auch schon zum dritten Autodesign und das sieht so aus. Ist so eine Mischung aus einem orangenen und schwarzen Design, hat so ein bisschen was Feurisches. Ja, und so wie eben bei dem Autodesign haben wir hier beim Octane als Farbe Orange angegeben. Als Decal haben wir hier das Lösungsmittel-Decal. Dann haben wir die Wheels, das sind die Goldstein-Wheels, ist eine Alpha-Belohnung, steht hier sogar nochmal mit dabei. Und auch das Boost ist eine Alpha-Belohnung, das ist nämlich das Goldrausch-Boost und das habe ich ja auch, und das ist so ein Spoiler, in einem Rocket League-Video, welches ich ja vor ein paar Wochen schon hochgeladen habe. Da habe ich euch die 10 seltensten Rocket League-Items vorgestellt. Wenn euch das interessiert, oben rechts im i könnt ihr euch das Video dann nach diesem Video gerne, gerne anschauen. Ja, so sieht das Ganze dann insgesamt aus und ich zeige euch auch nochmal schnell hier an
an der Stelle das Boost und das schaut dann so aus. Und ich finde auch das mit diesem Deckel, wie das dann nach hinten geht und das so quasi über ins Boost reingeht, das ist schon sehr smart und schaut wirklich richtig, richtig gut aus. Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, welche coolen und smarten Autodesigns man sich so erstellen kann. Finde ich auf jeden Fall jetzt hier an der Stelle auch wieder sehr, sehr gut gelungen. Aber ist ja auch wieder nur meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt und ihr, wie gesagt, ein cooles Autodesign habt, schickt es mir einfach ein auf Instagram. Als viertes Autodesign haben wir hier so eine Mischung aus Schwarz, Blau, Rot. Sieht auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr fresh aus. Sehr viel Bewegung im Deckel drin. Ja, hier habe ich jetzt erstmal beim Octane die Farbe Grau angegeben. Streifenwelle, so nennt sich das Deckel, auch in der Farbe Grau dementsprechend. Dann haben wir hier die Wheels, das sind die Dynamo Wheels in der Farbe Schwarz. Tachyon haben wir dann hier als Boost in der Farbe Grau. Und hier unten haben wir dann als Trail auch nochmal Tachyon. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde, es macht auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Eindruck, harmoniert, wie gesagt, richtig gut zusammen. Und was ich euch auch nochmal schnell zeigen möchte, ist hier der Boost. Der schaut auch wirklich richtig gut aus, passt natürlich auch 1A wieder hier zum restlichen Autodesign. Und ihr seht es auch schon, das ist das nächste Autodesign und ich versuche hier wirklich bei jedem Autodesign farblich so ein bisschen durchzuswitchen, dass das Video oder die Autodesigns nicht zu einseitig werden. Und ich hoffe wirklich insgeheim, dass da jetzt mindestens ein Autodesign dabei ist, welches euch irgendwie anspricht. Ansonsten tut es mir leid, aber ich werde auf jeden Fall auch noch weitere Autodesigns für euch hochladen und vielleicht ist dann in den nächsten Videos etwas mit dabei. Ich zeige euch nochmal schnell, was das jetzt genau für ein Autodesign ist, beziehungsweise aus welches Design dieses Auto besteht. Und hier habe ich erstmal die Farbe Lindgrün angegeben beim Octane. Dann haben wir hier als Deckel Hexagonwelle, auch in der Farbe Lindgrün. Dann habe ich hier die Gripstride Hexa Invertiert Wheels, auch in der Farbe Lindgrün. Hexphase, das ist das Boost, auch in der Farbe Lindgrün. Und Tachyon haben wir hier dann nochmal als Trail. Und dann möchte ich euch das Boost hier bei dem Autodesign natürlich auch nicht vorenthalten, denn ich finde auch das Boost passt hier wirklich wieder richtig gut zu diesem Autodesign dazu. Also auch das, was hinten rauskommt, diese Muster, diese Sechsecke, die sind ja sowohl auf dem Deckel als auch auf den Wheels abgebildet und das macht es dann irgendwie nochmal ein bisschen schöner und runder. Also, auch ein Autodesign, welches ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Aber all das ist natürlich Geschmackssache. Ich hoffe jetzt jedenfalls, dass da mindestens ein Autodesign für dich dabei war, welches dich vielleicht angesprochen hat und welches du jetzt hier auch benutzen kannst. Kannst mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welches Autodesign dir da jetzt so am besten gefallen hat, die ich dir so jetzt hier in dem Video vorgestellt habe. Ansonsten, falls du keine dieser Videos mehr verpassen möchtest, abonniere gern meinen Kanal, Glocke aktivieren. Und dann war es das auch hier schon wieder mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, mach's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.